Hallo, willkommen im Tassenwecker-Report. Heute mit dem Thema: Steigt Gold in den nächsten 48 Stunden auf 3000 Dollar? Disclaimer. Der Militärexperte Scott Ritter sagt, dass Israel in den nächsten 48 Stunden gegen den Irak einen Vergeltungsangriff durchführen wird. Das könnte wie am Samstag den Goldpreis schnell auf 3000 Dollar steigen lassen. Letzten Samstag war es nur ein kurzer Kryptospike, aber der Angriff von Israel auf den Iran hat gravierende fundamentale geostrategische Konsequenzen. Russland und China werden den Iran unterstützen und sich weiter von den USA und damit vom Dollar lösen. Das könnte Gold ganz ähnlich wie 1979 1980 um das Vierfache auf ca. 8000 Dollar steigen lassen. Bedenken Sie, dass in der Frühphase das Gold- und Silberpreisanstieg Richtung 3000 Dollar und 50 Dollar eine Mania-Phase bei Junior-Goldaktien entfacht wird und bei dem ein aktueller Kauf unvorstellbare Gewinne möglich sind. Ja, man könnte fast meinen, die Gold- und Silberaktien wurden die letzten Jahre im Vorfeld auf derartige Tiefen gedrückt, dass man sie jetzt automatisch sozusagen hochlassen kann. Also wer das beherrscht, hat im Prinzip ganze Kriege finanziert, sozusagen mit einem Klick. Kann man natürlich nicht beweisen, dass die Hintergrundfinanzmächte genau das einplanen, aber irgendwie kann man es trotzdem vermuten. Gut, wie dem auch sei. Ich bin jetzt eben über Scott Ritter gestolpert. Der sagt eben, das kann in den nächsten 48 Stunden losgehender Vergeltungsangriff. Das sagen auch einige andere Militärexperten, auch der MacGregor, auch ein anderer Militärexperte, das werde ich in beide die Videos verlinken, geht von einer Eskalation aus. Und wir haben ja schon mal einen Vorgeschmack gekriegt, was eine Eskalation für Gold zum Beispiel bedeutet. Das ist ja hier diese Krypto-Gold- Coin, und die ist am Wochenende, am Samstag, als dieser Drohnenangriff dann bekannt geworden ist, schnell mal auf 3000 Dollar gestiegen, aber wieder runtergegangen. Vermutlich, weil doch klar war, dass es zu dem Zeitpunkt nicht zu einer totalen Eskalation kommen könnte. Ich würde sagen, jetzt das Reverse, also der Gegenangriff, hat wesentlich mehr Konsequenzen, vor allen Dingen langfristige Konsequenzen. Und das könnte wirklich einen Run auf Gold auslösen, genau wie 1979, dass wir rein zufällig auch genau zu Teheran, Geiselaffäre, Irak-Iran-Krieg begann, auch totale Eskalation, stieg gegen Gold um das Vierfache, und das könnte sich wiederholen. Es könnte so eine Art sein. Muss man abwarten, wie sich entwickelt. Trotzdem nehme ich halt an, dass es auf 3000 Dollar aufgrund der Eskalation gehen sollte, dass es dann auch wieder diese Spitze auch wieder runtergeht und aber trotzdem der Anstieg insgesamt weitergeht und eine fundamentale Investorenwechsel stattfindet, ein Shift einfach jetzt zu mehr zu Rohstoffe und Gold- und Silberaktien. Und weil die Kurse immer noch so ungeheuer unterbewertet sind, können die sich natürlich schnell verfünf- und verzehnfachen, was wir ja schon seit einigen Monaten, wenn nicht Jahren, hoffen. Ja, hier ist nochmal Goldprojekt Granada oder auch Silberprojekt Granada mit gutem Explorationsgebiet in Neufundland und Ontario. In Neufundland haben sie das Gander-Gebiet, da wurden teilweise sehr hochgradige Goldgebiete gefunden, hier 92 Gramm pro Tonne, 285 Gramm pro Tonne, ist auch ein sehr großes Gebiet, 1A. Das könnte ein Superlativ sein, um diese Aktien nach oben zu treiben. Und dann gibt es noch Ontario, das Sturgeon Lake Zinkgebiet. Dort wird auch Silber vermutet. Hier sehen Sie 120 Gramm pro Tonne Silber, 8% Zink und etwas Gold. Und dann eben noch die anderen Projekte, auch noch mit Vanadium, Magnesium, Palladium, Lithium. Das Ganze kostet hier nur 3,67 Millionen Dollar, also irgendwo ein bisschen mehr als 2 Millionen Schweizer Franken. Einfach unvorstellbar, wie tief das runtergegangen ist. Aber Sie sehen auch, diese Aktie bricht aus. Das hat eben viel Potenzial, ist im Augenblick immer noch nicht bewertet. Und solche Aktien könnten ja gerade in so einem Krisenfall absolut der sichere Hafen werden. Ich meine, Neufundland wird nichts treffen. Das ist ganz klar, und Ontario auch nicht. Und weil nun mal Kapital ein scheues Reh ist, könnten dann solche Projekte mit Superlativen
hier hochgefahren werden. Also ich hatte noch beim anderen Statisten gelegen, dass es eben immer von einer großen Bedeutung ist, Silberprojekte in Nordamerika zu haben. Das hat das Potenzial mit seinem Projekt in Ontario. Das ist einfach wesentlich attraktiver als Silber in Mexiko aufgrund eben dieses Recht oder Südamerika aufgrund des Rechtsgebiets. Und das könnte dieser Aktie auch nochmal Auftrieb geben. Also meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen, das man sich auf alle Fälle mal anschauen sollte. Wie immer an der Stelle ist hohes Risiko und auch keine Kaufempfehlung. Ja, Gold könnte eben, das hatte ich schon erwähnt, analog der 1970er Jahre von 2000 auf $8.500 steigen. Genau, das ist 1979 passiert, nach der Korrektur von $200 auf $800. Das löste dann auch diese gigantische Goldaktienrallye aus, die wir uns ja in dem Zusammenhang auch erhoffen. Hier geht es eben von wenigen Cents auf 10, 20, 30, $40. Einfach unvorstellbar. Nicht selten wurden das 1000 Dollar, 100, 200, 300.000, halbe Million. Das gibt es nicht oft, aber ich denke mal, wir haben jetzt mittlerweile ein Mix, wo solche Extreme aufgebaut ist, wo sowas auch möglich ist. Ja, 1000 Wecker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren und nach verschiedenen Risikostufen zu ordnen, wenn möglich den sogenannten Potenzialfaktor rechnen, wie hoch kann eine Aktie steigen. Wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie den im Anhang unter dem YouTube-Video und für Rückfragen stehe ich Ihnen auch jederzeit zur Verfügung. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat, vielleicht auch ein Like geben, was dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen würde. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.